Hallo, willkommen zurück bei Nachkommentieren. Ich hab's gerade schon mal versucht mit Nachkommentieren, hoffentlich kackt mir diesmal nicht wieder eine Audioaufnahme ab. Das wäre sehr kontraproduktiv. Ich habe hier schon gerade eben so coole Melodien und so gezeigt, so. Ja, das sind die komischen Effekte hier, die man hier hat auf dem Keyboard nämlich. Zum Beispiel hier Helikopter. Dann hätte ich noch Applaus. Damit kann man so coole verschiedene Tonhöhen machen. Das ist ziemlich sinnlos eigentlich, ist aber egal. Und das Beste eh noch Gunshot. Oh, ist ein bisschen laut. Ein bisschen höher vielleicht noch. Das ist vielleicht dann so Shotgun-mäßig so. Vielleicht für so eine kleine Pistole so und für Maschinengewehr so. Nee. Na, vielleicht so und vielleicht Bazooka oder so klingt das vielleicht eventuell so. Das klingt schon etwas gut. Etwas gut. Dann Shane. Was hat man denn noch da? Irgendwie komische chinesische Instrumente und sowas. Halo. Ja. Metallic Gold Core. Ja, da kann man auch so tolle Videogame, berühmte Videogame-Melodien machen. Zum Beispiel, ich höre schon gerade die ganze Zeit, wenn wir selbst der Tür hören, war das nicht der Fall. Aber interessant. Okay, zum Beispiel. Kennt ihr aus der Zitadelle der Zeit von Legend of Zelda Ocarina of Time? Naja, was soll ich denn hier spielen? Naja, ich will zum Beispiel noch ein tolles Solo oder so. Ja. Dass es Solo geht. Irgendwie. Der Gitarre. Ich könnte auch irgendwelche One Piece Melodien spielen. Kennt irgendjemand noch das deutsche erste Opening? Ich glaube, ich habe davon irgendwie was mal so aus dem Gehör her, was für Spiel, wie ich oft mache. Was ist das denn? Was gibt's denn hier alles nochmal? Genau. Zum Beispiel das hier gibt's noch cool. Das gibt's noch cool, genau, nein. Das gibt's noch cooles. Kann man auch so tolle Melodien mitmachen eigentlich. Könnte man zum Beispiel noch. Hoffentlich vergesse ich nicht, was ich eigentlich machen wollte. Sonst könnte ich das eigentlich jetzt auch nicht mehr, egal.
Fox 7. Es ist schwierig zu reden und gleichzeitig zu spielen. Das ist schwierig, denn das ist schwierig. Das ist schwierig, denn es ist so schwierig, dass ich mich jetzt verspiele. Ja, ihr seht schon, es ist schwierig zu reden und gleichzeitig das zu spielen, deswegen glaube ich am besten nicht, während ich das spiele. Oh Mann. Was wollte ich denn jetzt noch? Ich wusste, ich vergesse es. Ich vergesse so viele, ich habe bestimmt schon Alzheimer oder was. Naja, die hauptgrundlegenden Sachen habe ich zumindest noch nie vergessen. Ja, Launa Zorro ist dement. Scheiße. Verdammt, irgendwas wollte ich. Egal, ich spiele so lange was anderes, bis ich es weiß. Star Wars Theme, falls man es nicht erkannt hat, so Lone Board ist das. Muss ich hier lauter irgendwelche Star-Fox-Sachen spielen, während hier Star Wars läuft? Star Wars! Eigentlich theoretisch könnte ich jetzt hier das War noch einbinden, aber ich wüsste jetzt nicht genau, an welcher Stelle das ist, von daher. Naja. Was soll ich denn jetzt noch machen? Hoffentlich hat es gerade nicht gerauscht. Es sah auf dem Audio-Pegel-Anzeige so ein bisschen danach aus. Ach, ich weiß, ich mache wieder wie beim letzten Mal irgendwas aus One Piece vorlesen. Und ihr müsst erraten, welcher Band es ist oder irgendwie sowas. Okay, das sieht doch spannend aus. Habe ich das nicht letztes Mal aufgenommen? Dann nehme ich lieber was anderes. Irgendwas von früher oder so. Ja, auch ein ganz schöner Band hier eigentlich. Dann. Ach, das ist was. Das müsste man als One Piece Fan so erraten können, wenn ich das hier so vor. Ach, okay. Der Mond ist aufgegangen und die Party nimmt kein Ende. Okay, warum muss ich das singen? Das. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen und die Party nimmt kein Ende. Da habe ich ganz cool gesagt. Ihr Scheißfische, Pfotenwerk von meinen Kumpels. Super, Captain Lysop. Naja, auch ich habe bei der Flucht aus dem Camp Belt ein bisschen gezittert. Aber nur aus Abenteuerlust. Rülps. Das mache ich jetzt nicht nach. Zack. Yes. Ich gebe auf. Spitze hat 10 Leute geschlagen. Jawoll. Und die, der hat schon den 12. hinter den Tisch gesoffen. Nachschlag. Heftig, der Captain hat 20 Portionen verschluckt. Gnade, der Koch ist am Ende. Und der da baggert 20 Mädels auf einmal an, heftige Typen. Hahaha, was für eine lustige. Nee. Lustige Party. Gefällt's euch? Dann ist gut. Yeah! Wirklich, ganz wunderbar. Deshalb ist es uns nicht gelungen, die Land zu besorgen, aber dafür haben wir geschafft, diese Bundle auf die Insel zu buxieren, soweit unser Bericht.
Mit freundlichen Grüßen. Gut. Dieser Bericht wird den Boss freuen. Stimmt. Übergeben wir ihn gleich den Pechvögeln. Die werden ihn den Boss überbringen. Nein, Schluss. Aus. Er hat nach 13 Gegnern aufgegeben. Das war gerade übrigens Zorro. Die Stimme hätte ich mir besser machen sollen. Nein, Schluss. Aus. Er hat nach 13 Gegnern aufgegeben. Sie hat schon den 15. Ihre Gegnerin ist eine Nonne. Gluck, gluck, Zorro, du Weichei. Willst du nicht aufgeben? Okay. Danke fürs Essen. Ich platze. Sie lacht sich tot. Er hat 3 Köche verbraucht. Bitteschön. Super hier, siehst alle. Tokio, geniale Stadt. Das reinste Paradies. Sie sind erschöpft und tief eingeschlafen. Träumt schön, ihr Herr. Und heute Nacht schon mal die Kaktusberge im Mondschein. Wunderschön. Mr. 8? Ach, ihr seid's. Wo sind Sie? Abgestürzt. In die Hölle. Mr. 8, alias Heiser. Ja. Ist das nicht schön? Und weiter lese ich nicht. Ihr müsst jetzt erraten, was das ist. Das ist sowas von offensichtlich. Selbst für nicht die Mega One Piece Freaks. Obwohl, vielleicht nicht direkt so den Band und das Kapitel zu erraten. Wobei, das Kapitel könnte ich glaube ich auch nicht erraten. Ich weiß nie, welche Kapitel in welchem Band vorkommen. Naja. Wie gesagt, ich vergesse viele und so weiter alles und das schön. Mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mir das alles zu merken. Weil ich sind ja eh wieder vergesse oder so. Oder nein, wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich bin einfach zu faul dazu. Bin der größte One Piece Fan Deutschlands. Jede Kritik wird hier nicht akzeptiert. Bam. Ja. Was mache ich denn jetzt hier? Ah, wir sind gleich am Ende unseres Videos. Das finde ich schön. Ich bin übrigens gerade Erster, falls das irgendjemand cool findet. Ich finde, dieses Projekt kann man so unglaublich schlecht nachkommentieren. Jetzt war man naja gesagt, naja, also jetzt ist es natürlich so, ne, also ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Part, euer Lauren Zorro. Bis zum nächsten Part, euer Lauren Zorro. Ja, ich fahre noch ein bisschen rum und ciao.